Wir sind auf dem Weg nach Ruacana, dem Ausgangspunkt unserer Tour ins Kaokoland. Der erste Blick auf das von der Dammmauer des Ruacana-Kraftwerks aufgestauten Wassers des Cunene. Hier werden die Turbinen angetrieben, die mehr als 50% des namibischen Strombedarfs erzeugen. Die Ruacana-Fälle waren einst ein imposantes Naturwunder, aber mit dem Bau des Kalekwe-Damms 20 Kilometer stromaufwärts in Angola ist kaum noch etwas davon zu sehen. Hier beginnt unser Abenteuer im Kaokoland mit dem nächsten Ziel, den Epupa-Fällen. Kaokoland ist wohl eines der wenigen verbliebenen, rauen, herben und fremdartigen Flecken Afrikas, von Massentourismus verschont durch seine Unzugänglichkeit. Im äußersten Nordwesten Namibias gelegen, mit semi-wüstenweiten Tälern, Bergketten, den nomadischen Himba-Einwohnern, nur durchzogen von Sandspuren, die einst von der südafrikanischen Wehrmacht hinterlassen und nur durch die Räder der wenigen Fahrzeuge, die hier durchkommen, erhalten werden. Wir hatten den ersten Eindruck unserer Reise erhalten und freuten uns, unser erstes Übernachtungsziel, die Cunene River Lodge, erreicht zu haben. Ein Platz zum Ausruhen, direkt am Cunene gelegen, mit Rasenflächen und schattenspendenden Bäumen. Ideal zum Campen, nur aufgepasst, man wird aufmerksam beobachtet. In unmittelbarer Nähe liegt Swartboys Drift, die Stelle am Cunene, an denen vor rund 100 Jahren die einst nach Angola ausgewanderten Afrikaner aufgrund der Probleme mit ihren portugiesischen Gastgebern wieder nach Südwestafrika zurückgewandert sind. Ein Monument und einige einsame Gräber erinnern an dieses Geschehen. Weiter ging die Fahrt am Cunene entlang, auf teils abenteuerlichen Wegen. In der Regenzeit ist dieser Weg unpassierbar. Aber für die Anstrengungen wird man durch die einmaligen Landschaftsbilder entschädigt. Die erste Begegnung mit einer Himba, die immer, wo immer man auch anhielt, plötzlich aus dem Busch erschienen.
Unerwartet stand plötzlich dieser Händler mit einheimischen Fundstücken und Handarbeiten am Wegesrand. So, da liegt es dann da. Wir entschieden uns für einen zweiten Stopp auf dem Weg zu den Epupa-Fällen im Camp Corny. Am nächsten Tag fuhren wir dann den nur noch 30 Kilometer durch hügelige Landschaft führenden Weg weiter zu den Fällen. Willkommen im Paradies. Nach der anstrengenden Fahrt fühlte es sich zumindest so an. Schon vom Camp aus hörten wir das Rauschen der nahen Epupa-Fälle. Der Kunene ist hier 500 Meter breit und verengt sich zu unzähligen, erst kleineren, aber dann den großen, etwa 40 Meter tiefen Fällen. Der Fluss schneidet ein tiefes Tal in die faszinierende Landschaft, bis er dann wieder gewöhnlich seinen Weg zum Atlantik fortsetzt. Von Epupa ging es weiter nach Opuwo,
denn wir wollten uns den direkten Weg zum Marienfluss über den steilen und unzugänglichen von Zelspass ersparen, den wir vor Jahren schon einmal erlebt hatten. Die Straße nach Opuwo war nicht zu schlecht und sie wurde sogar instand gehalten. Nur das hatten wir nicht erwartet. Millionen von Heuschrecken blockierten unseren Weg. Der Himmel war grau gefärbt durch die riesigen Heuschreckenschwärme, die sich weiter nach Westen bewegten. Wir näherten uns Opuwo in einem Tal, von Hügeln und Bergketten umzingelt. Es ist die Hauptstadt der Ovahimba und der Kunene-Region. Die Bevölkerung ist arm. Und das aufdringliche Verhalten der Himba-Frauen kann recht nervend sein. Hoch auf dem Hügel liegend dann die andere Welt, das Opuwo Country Hotel. Das dazugehörige Restcamp ist wunderschön gelegen, sauber und mit allen Fazilitäten ausgestattet. Auch allabendliche Besucher kamen vorbei. Das nahegelegene Schwimmbad mit einem spektakulären Ausblick und die Hotelterrasse boten genug Gelegenheit zum Auftanken für die Weiterfahrt. Unsere weitere Pad war schon mal von hier in Augenschein zu nehmen. Unser nächstes Ziel mit zwischenzeitlicher Übernachtung war der Marienfluss. Zunächst war die Pad recht annehmbar. Wir begegneten dieser Himba-Gruppe am Straßenrand.
Mala. Are you going? Where are you going? Dann wurde die Pat allerdings schwieriger. Die von rechts kommen nach oben. Wir hatten gerade ein Himberdorf passiert und der Huaruzep-Fluss musste wieder einmal durchquert werden. Und dann passierte es. An einem vom Ufer nicht zu erkennenden 20 Meter breiten Schwemmsandstreifen versackte unser Pajero aber bis aufs Chassis. Nichts half als ausgraben. Aber mit der freundlichen Hilfe des halben Himberdorfes wurde auch dieses Hindernis überwunden. Und dann ging es weiter. Zunächst durch die Berge, später durch sandige Ebenen, bis wir gegen Abend das Marble Camp bei Onguva erreichten. Nach diesem Tag verspürte keiner mehr Lust, das Zelt aufzuschlagen, und wir fielen erschöpft auf unsere Liegen, unter freiem afrikanischem Himmel. Am Morgen erst hatten wir einen Blick dafür, wo wir eigentlich gelandet waren. Gleich oberhalb des Camps liegt die verlassene Marmormine. Wohl aufgrund der nachlassenden Qualität des Marmors wurde sie aufgegeben und liegt nun verlassen, als ob sie gestern erst geschlossen wurde, in der Landschaft. Am nächsten Tag erlebten wir streckenmäßig den schlimmsten Teil unserer Reise. Es ging ständig durch die Berge und letztendlich musste der steile und steinige Pass überwunden werden.
Wenn man Reutrom erreicht hat, weiß man zumindest, man ist auf dem richtigen Weg. Ein leeres Benzinfass dient als Markierung an einer wichtigen Pattkreuzung und ist sogar als Markierung in topografischen Karten zu finden. Wir verließen Reutrom in nordöstlicher Richtung, um bald die Patt nördlich am Marienfluss einzuschlagen. Sie führte durch weite Landschaften von Bergketten umschlossen, bis wir das bewachsene Flussbett des Marienfluss erreichten. Dann war es auch nicht mehr weit zum Camp Synchro, das am Ende des Marienflusstales direkt am Kunene gelegen mit Grillplätzen und sauberen Sanitäranlagen ein Platz der Erholung bietet. Ein Schild warnt vor den Krokodilen am Ufer des Flusses. Aber trotz Peters intensiver Suche haben wir keines gefunden. Unser nördlichster Punkt war erreicht und wir sind auf dem Rückweg zu unserem nächsten Ziel, Poros, 250 Kilometer weiter südlich gelegen. Zurück über die Reutrom schlugen wir auf Anraten diesmal nicht den Weg durch die Berge, sondern weiter westlich um die Berge herum ein. Im Nachhinein kamen uns allerdings Zweifel, ob dies ein guter Rat war. Einen weiteren wichtigen Wegweiser, die Blaue Tonne, war erreicht, denn von hier mussten wir den Weg gen Süden einschlagen.
Der Weg war steinig und somit nicht verwunderlich, dass sich ein Kieselstein bei der Bremsscheibe verfangen hatte und wir diese erstmal entfernen mussten, da er einen höllischen Krach verursachte. Vor Poros ging es dann hinab zum Huaruzip-Fluss, an dessen Ufer unser Camp lag. Unser Restcamp lag ziemlich versteckt in den Büschen am Flussufer. Aber nach kurzer Irrfahrt fanden wir es und 2 Tage Entspannung lagen vor uns. Am nächsten Morgen, Überraschung, es lief kein Wasser. Denn ein Elefant hatte mal wieder die Leitung beschädigt. Aber da dieses häufiger vorkommt, war der Schaden bald behoben. Bei einer Fahrt durch den Huaruzip begegneten wir auch sehr schnell unserem nächtlichen Störenfried. Beim vorherigen Besuch hier hatten wir viel nähere Bekanntschaft, als eine kleine Elefantenherde direkt durch unser Camp zog. So, damit wir weiterkommen. Es wurde Zeit, wieder alles auf Vordermann zu bringen, um eine sichere Weiterfahrt zu ermöglichen. Durch das auf der anderen Seite des Flusses gelegene Dorf Purus wählten wir den Weg über die Kieselebene nach Amspurt, um dann im Hoa-Nep-Revier Sesfontein zu erreichen. Gleich außerhalb Purus erblickten wir diese Springböcke und Giraffen. Es waren weitere 85 Kilometer holprige Patt, bis wir endlich den Fluss erreichten. Und es war so heiß, dass selbst die Wachteln einen schattigen Platz suchten. Aber dann waren wir im Huanip. Die Patt läuft jetzt im Flusslauf, am Ufer gesäumt von Sträuchern und Bäumen, in denen man im Vorbeifahren neugierig von Oryx, Antilopen, Giraffen und Pavianen beäugt wird. Thank you.
Häufiger Elefantendunk weist auf die Anwesenheit des Wüstenelefanten hin. Etwa nach 50 Kilometer erreichten wir The Port, eine Felsenge von nur 5 Metern Breite, an die kein Weg vorbeiführt. Um dann alsbald das Elephant Song Camp auf einem etwa 400 Meter hohen Hügel gelegen zu erreichen. Von dort hat man einen herrlichen Ausblick über das Huanip Revier. Der Donkey, wie der Wassertank zum Zubereiten von heißem Wasser genannt wird, wurde sogleich in Betrieb gesetzt. Am nächsten Morgen war es nicht mehr sehr weit nach Sesfontein. Nochmals um eine Sanddüne und plötzlich befanden wir uns auf der Distriktstraße, die uns nach Sesfontein führte. Sesfontein entstand im Umfeld der Ruinen des ehemaligen deutschen Forts. Nach einem Rinderpestausbruch 1896 entstand hier ein deutscher Militärposten und 4 Jahre später wurde das Fort gebaut, um Rinderpest, Waffenschmuggel und Wilderei zu unterbinden. 1987 wurde das Fort restauriert und nach Jahren des Verfalls in eine Lodge umgestaltet. Mit dem daneben gelegenen Soldatenfriedhof sind es Zeugen deutscher Kolonialgeschichte, die einem zum Nachdenken anregen. Nur 25 Kilometer weiter befinden sich die Ongongo Hot Springs, ein guter Platz zum Übernachten. Gespeist aus dem artesischen System der Gegend, formiert sich der Bach zu einem kleinen Wasserfall, der einen Pool bildet, in dem eine Erfrischung sehr willkommen ist. Unsere letzte Etappe führt uns an die südliche Grenze des Kaokolandes nach Palmbach. Eine gut erhaltene Schotterstraße führt von Sesfontein nach Palmbach. Unvorhergesehenes Wild überquert dann schon mal die Straße.
Unvorhergesehen war dann auch dieser Zwischenfall. Die Benzinpumpe des Land Rovers war gebrochen. Und, naja, mit Zange und Draht muss man sich in der Not zu helfen wissen. So sieht dann eine mit Draht zusammengeflickte Benzinpumpe aus. Aber zumindest konnten wir unsere Fahrt fortsetzen. In der Aufregung bemerkten wir gar nicht, dass wir von einer Herde Elefanten hoch oben am Hügel beobachtet wurden. Palmbach war erreicht. Eine Oase inmitten roter Dünen und Täler am Uniab-Revier gelegen. Eine reiche Wildgegend und Rückzugsgebiet des Wüstenelefanten. Hier endete unsere Kaokoland-Tour. Es war eine Reise, die uns sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Es bleibt eine physische, logistische und technische Herausforderung, die man nur gut geplant und mindestens mit zwei Fahrzeugen unternehmen sollte.